Hallo Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar habe ich euch auf Insta gefragt, ob überhaupt noch irgendjemand Primark Hauls guckt. Denn ich fliege ja in 2 Wochen in den Urlaub. Deswegen war ich beim Primark, weil ich noch ein paar Sachen brauchte. Aber letztendlich habe ich eigentlich gar nicht das gekauft, was ich wollte, weil es diese Sachen nicht gab. Aber trotzdem habe ich ein paar Sachen gestern gekauft und auch noch vor ein paar Tagen. Und die Sachen zeige ich euch jetzt einfach mal. So, wir beginnen mal mit Taco. Letztens war ich nämlich auf der Arbeit und direkt daneben war ein Taco. Und ich hatte noch Zeit, bis meine Schicht angefangen hat. Deswegen bin ich da mal reingegangen und die hatten echt viel Sale. Und da habe ich aber erstmal 2 Sachen gekauft, die nicht im Sale waren. Und zwar, ihr wisst ja, ich liebe echt alles, was flauschig ist. Deswegen habe ich mir einmal dieses Portemonnaie hier gekauft. Also eigentlich mag ich solche Portemonnaies gar nicht, die halt so sind. Aber es ist einfach flauschig. Deswegen musste ich es einfach mitnehmen. Und das hat, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und passend dazu diese Bauchtasche hier. Auch die in komplett flauschig. Ach, ich liebe es. Und ja, Bauchtaschen brauchen wir auf jeden Fall für den Urlaub auch. Und deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Die hat auch 10 Euro gekostet. Dann, wie gesagt, gab es halt ganz viel Sale. Und es gab noch 50% auf bereits reduzierte Ware. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Taco habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Da habe ich mir einiges an Schmuck gekauft. Das ist jetzt aber nicht so interessant. Ansonsten habe ich mir dann noch ein Basic-Oberteil gekauft. Also jetzt auch nichts Spannendes. Einfach so ein ganz normales. Das hat einfach nur noch 99 Cent gekostet. Ich bin eine richtige Schnäppchenjägerin. Und dann noch, habe ich mir gedacht, für den Urlaub dieses süße Oberteil hat dann auch nur noch 3,50 Euro gekostet. Ist so ein Off-Shoulder-Oberteil. So, Leute. Dann habe ich mir tatsächlich aus meiner eigenen Tasche bei Zaful etwas bestellt. Ich habe ja früher öfter mit denen zusammengearbeitet. Aber jetzt habe ich da halt mal so eine Werbung auf Insta gesehen, dass sie echt schöne Bikinis haben. Deswegen habe ich mir dort Bikinis bestellt. Wie gesagt, aus meiner eigenen Tasche. Also keine Werbung an der Stelle. Und zwar einmal diesen hier. Den finde ich echt sehr, sehr, sehr schön. Das Unterteil dazu. Keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall, das ist so ein High-Waisted Unterteil. Das Ding bei mir mit Bikinis ist immer, dass entweder das Unter- oder das Oberteil nicht passt. Und ich muss halt auch immer gucken, wegen dem Umfang und der Brustgröße, das ist halt auch voll oft so, dass es dann auch nicht passt, weil da das Körbchen entweder zu groß oder zu klein ist für den Umfang. Weil ich für meine schmale Figur relativ eine große Oberweite habe, passt das meistens nicht so gut. Aber dieser Bikini geht auf jeden Fall klar. Das Unterteil, da ist irgendwie ein Fleck drauf, das ist ein komplett weißes. Keine Ahnung, warum, ich habe es gewaschen, geht auch nicht raus. Danke für nichts. Dann denselben Bikini einmal in rosa. Ich müsste ein bisschen brauner werden, dass sich das ein bisschen von meiner Hautfarbe abhebt. Der ist tatsächlich ein bisschen lockerer, obwohl es eigentlich genau dasselbe ist wie der blaue. Keine Ahnung warum. Und ich finde die einfach so, so süß. Und das ist halt das Unterteil. Und bei den blau gestreiften ist halt genau dasselbe Unterteil, bloß in weiß. Und zu guter Letzt noch diesen Bikini hier. Das hat auch so ein High-Waisted-Höschen. Sieht so aus. Und das Oberteil, so eins hatte ich bisher auch noch gar nicht, ist so eins hier. Ich sag euch ehrlich, auch dieser Bikini, würde ich den wirklich hier für Hochleistungsschwimmsport brauchen oder auch nur annähernd ein bisschen schwimmen, würde ich den auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber so für Fotos oder mal am Strand liegen, geht der schon klar. Ich habe mir noch 3 weitere Bikinis bestellt, aber die passen alle gar nicht. Deswegen zeige ich die euch erst auch gar nicht. So, dann war ich beim Primark nach Ewigkeiten mal wieder und habe mir nach Ewigkeiten mal wieder dort Sachen gekauft. Ich kaufe da immer meistens mehr so Accessoires als Klamotten tatsächlich. Da habe ich mir einmal diesen Gürtel hier gekauft, der hat 4 Euro gekostet. Dann habe ich mir dort neue Wimpern gekauft. Früher habe ich ja immer meine Wimpern da geholt, aber irgendwann gab es die Wimpern, die ich immer geholt habe, nicht mehr. Jetzt habe ich aber diese 2 neuen Sorten dort gesehen für 3 Euro jeweils. Und zwar einmal die Iconic und die Angel. Hauptsache, als ich die ausgesucht habe und in den Korb tun wollte, meint Alex so, also mein Freund, meint Alex so, also der wollte die kurz nehmen, meint, hat mich so angeguckt, der so, was ist das? Was ist das für ein Busch? Weil er hasst eigentlich Fake Lashes. Und die hier sind auf jeden Fall schon richtig, richtig krass. Die dahingegen gehen noch klar, aber die sind beide eigentlich voll krass. Also mal gucken, ob die mir gefallen. Dann habe ich mir so eine Kette gekauft. Dachte ich mir auch gerade, vielleicht zu irgendetwas, ups, kombinieren. Das hat 6 Euro gekostet. Sehe ich manchmal, dass Leute das so auf Kleidern tragen. So, mal gucken. Dann habe ich mir hier diese Ringe gekauft. Irgendwie stehe ich zurzeit voll auf diese hellblaue Geschichte. Und
für den Urlaub habe ich mir dieses Maniküre-Set hier gekauft. Also eigentlich nicht unbedingt für den Urlaub. Ich fand es einfach übertrieben süß. Das ist so süß. Dann sind hier halt einfach die ganzen Sachen drin. Aber ich wollte es eigentlich nur wegen der Tasche haben. Dann habe ich mir diese Tasche gekauft. Und ich finde die irgendwie voll schön. Also so eine Tasche habe ich bisher noch gar nicht gehabt. Sie hat hier einmal den Henkel. Ich liebe diese Geräusche. Wenn man die Tasche dann aufmacht, sieht die einmal so von innen aus. Und dann ist hier auch noch ein großer Griff. Ich weiß nicht. Ich fand die irgendwie voll schön. Ich kann die mir voll gut im Herbst vorstellen. So einem schönen Outfit. Yes. Ich freue mich auch voll. So was Outfit dann angeht, freue ich mich übertrieben auf den Herbst. Dann kaufe ich mir dort immer Basic-Shirts, weil die trage ich halt immer unter meinen Arbeitsblusen oder generell kann man halt immer gebrauchen. Da habe ich mir so ein Halsband gekauft, so ein Haarband gekauft. Das hat 3 Euro gekostet und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, das in meine Haare irgendwie zu bekommen, aber ich fand es sehr schön. So, dann habe ich mir ein T-Shirt-Kleid gekauft und das war auch tatsächlich, glaube ich, als T-Shirt-Kleid so vorgesehen. Das habe ich in der Größe L gekauft und es steht drauf Enjoy the little things in white, weil generell für den Urlaub brauche ich auf jeden Fall viel weiße, schrägstrich helle Kleidung. Also ich werde auf jeden Fall nichts in schwarz mitnehmen, denke ich. Und das hat 8 Euro gekostet und ist angeblich sogar aus Bio-Baumwolle. Schön. Dann habe ich mir noch ein T-Shirt-Kleid gekauft. Das ist, glaube ich, nicht extra ein T-Shirt-Kleid, weil das habe ich nämlich in Größe 2XL, also 50-52 genommen. Und ich glaube, das ist trotzdem nicht lang genug. Also ich glaube, ich muss... Übrigens, wo kriege ich gute Radlerhosen her? Ich hasse Radlerhosen, aber für so Unter-T-Shirt-Kleider wäre das halt echt praktisch. Das ist auch, glaube ich, aus Bio, ja, Bio-Baumwolle und hat nur 5 Euro gekostet. So, dann habe ich mir eine Bluse gekauft, die eigentlich gar nicht mein Stil ist oder mein, ja, mein Kleiderstil ist. Aber ich fand die so schön. Ich weiß nicht, ich generell trage ich eigentlich gar keine Blusen, aber ich fand sie sehr, sehr schön. In Größe 36. Das war auch das teuerste Teil, hat 16 Euro gekostet. Die ist so Bordeaux-Rot. Bordeaux-Rot generell zu meiner jetzigen Haarfarbe finde ich gar nicht gut, aber die Haarfarbe ändert sich ja. Und das Oberteil sieht einmal so aus. Das heißt, das knotet man vorne und dann ist es einfach komplett offen. Sieht sehr, sehr schön aus, aber zeige ich euch eh nochmal angezogen. Und zu guter Letzt vom Primark habe ich mir diesen Rock hier mitgenommen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Der hat nur noch 7 Euro im Sale gekostet und der ist in Größe 38. Unten brauche ich immer ein bisschen größer, wegen mein Popo. Das war's mit Primark. Weiter geht's mit Claire's. Die haben ja meistens das Angebot, dass man 3 Teile kauft und 3 weitere gratis dazu bekommt. Und da habe ich doch mal zugeschlagen. Habe mir dieses Bauchnabelpiercing hier gekauft. Finde ich jetzt nicht zu 1000% ansprechend. Also mir gefallen echt sehr, sehr selten Piercings. Aber das gefällt mir doch schon so gut, dass ich es mitgenommen habe. Und dann habe ich mir Fußkettchen gekauft, weil ich finde Fußkettchen so schön, aber ich besitze einfach keine. Das sind die ersten beiden. Wie gesagt, irgendwie diese hellblauen Sachen mag ich zurzeit voll. So, und dann noch hier so ein goldenes und noch hier das. Zu guter Letzt noch diese Armbänder hier. Ich bin generell gar kein Schmuckmensch, also ich zeige ja echt selten Schmuck in die Kamera. Aber bei dem Angebot habe ich mal zugeschlagen. Und im Sommer, finde ich, kann man schon ab und zu mal Schmuck tragen. Ich bin zwar sehr faul, aber ich finde Schmuck sehr schön. Und dann war ich zu guter Letzt noch bei Bershka. Wir haben ja hier leider auch keine Bershka, deswegen, wenn ich in Köln bin oder in Aachen, gehe ich da auch immer gerne rein und finde da auch eigentlich immer etwas. Da habe ich einmal diesen Jumpsuit hier gekauft. Ja, ist auch komplett ähnlich mit meiner Hautfarbe. Bisschen brauner wäre gut. Auf jeden Fall ist der komplett schlicht. Den kann man hier einmal schnüren. Und hinten hat er auch einen sehr schönen Rückenausschnitt. Dann, was ich wirklich nicht gedacht hätte, ich habe eine Hotpants gefunden. Das ist ja wirklich selten, dass ich eine Hotpants finde, die mir gefällt. Wo ich mich nicht zu fett drin fühle. Ja, meine Problemzone sind meine Oberschenkel. Ihr seht mich selten mit kurzen Hosen. Beziehungsweise generell, ich laufe zwar immer bauchfrei rum, aber untenrum kurze Sachen schwierig. Also wirklich nur, wenn es richtig Sommer ist oder wenn es in den Urlaub geht. Und da habe ich mir diese Hose hier mitgenommen. Ich liebe das, wenn die so unten komplett zerrissen ist. Die ist schon sehr, sehr knapp am Po. Also die würde ich jetzt nicht in die Stadt oder so anziehen, sondern wirklich nur, wenn es irgendwo an den Strand, an den See oder so geht. Wären hinten nicht diese ganzen Fransen, wird man auf jeden Fall meine Po-Backen sehen. Bin ich jetzt kein Fan von. Aber wenn man halt irgendwo hingeht, wo man sich eh auszieht, dann finde ich das Ganze schon legitim. Auf jeden Fall habe ich mich bei dieser Hose echt gefragt, wie das Männer machen.
mit diesen ganzen Knöpfen. Also ich bin verzweifle bei diesen Knöpfen. Dann habe ich mir ein süßes kleines Top gekauft. Ah, übrigens, die Hotpants hat 30 Euro gekostet. Dann habe ich mir dieses Oberteil gekauft, ist das nicht süß. In Größe XS für 10 Euro. Und zu guter Letzt noch einen Jeansrock. Der sieht einmal so aus. Den kann man einmal komplett mit einem Reißverschluss verschließen. Und den finde ich auch sehr, sehr schön. Auch Highways, Größe 36 für 24,99. So, das war es jetzt auch von meinem Einkauf. Ich habe mir diesmal wirklich alles selber gekauft. Viel zu viel Geld ausgegeben. Ich hatte es auch eigentlich wirklich nicht vor. Aber ich brauchte ein paar neue Sachen. Und diese ganzen Basic-Sachen von Primark wollte ich eigentlich auch haben. Ein paar Sachen, die ich nicht gefunden habe. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wo ich Radlerhosen herbekomme. Oder generell so kurze Hosen, die man halt gut unter so T-Shirt-Kleider wie dem hier jetzt anziehen könnte. Und das war es auch schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben für mehr Haul-Videos und folgt mir auf Instagram. So, das war's.